Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch wieder. Sag mal zu dir selbst, ich bin so dankbar, dass der Herr mir einen freien Willen gegeben hat hier auf dieser Erde. Weil sonst wären wir ja Marionetten. Jeder ist dankbar für diesen freien Willen. Aber sind wir uns auch immer dessen bewusst, dass dieser freie Wille auch eine große Verantwortung mit sich bringt? Es ist ein großes Vorrecht, diesen freien Willen zu haben hier auf dieser Erde. Aber auch eine große Verantwortung. Und wir Christen, in Jesus Christus als Teil seines Leibes, Jesus unser Haupt, wir ein Teil, ein Glied seines Leibes, entsprechend unseren einzelnen Talenten und Gaben, Stärken, die er uns mitgegeben hat, sollten ihm, Jesus, unseren Fokus geben, unseren freien Willen geben, uns mit seinem Wort übereinstimmen. Es liegt wirklich an uns, worauf wir uns fokussieren. Auf das, was die Welt, der Widersacher, der Teufel tut, oder was Gott sagt und was er tut. Es geschehen so viele gute, wunderbare Dinge, der Herr ist am Arbeiten, überall auf der ganzen Erde. Nur wenn wir uns mit den Komischkeiten der Welt beschäftigen, haben wir ja keine Zeit und keine Gedanken, keinen Fokus, keine Antenne für das, was Gott tut. Ich möchte dich wirklich ermutigen, beschäftige dich mit dem Thema Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wem gibst du täglich deine Stimme? Mit wem stimmst du überein? Bestätigst du, was die Welt tut, Teufel tut, oder bestätigst du Gottes Wort? Er hat uns alles mitgegeben. Und eine wunderbare Bibelstelle, die mir auch schon so oft geholfen hat. Wenn du spürst, du verzettelst dich gerade wieder oder kommst wieder auf Abwege vom Fokus weg vom Vater, vom Blick auf Jesus, dann du erkennst das, dann reicht es, wenn du sofort sagst: Jesus, ich bin wieder da in deiner Gegenwart. Und dann sprich das Wort Gottes. Und da gibt es in den Psalmen, Psalm 62, eine wunderbare Bibelstelle. Wenn du die liest, laut liest, und so richtig wirken lässt, verinnerlichst, dann bist du sofort wieder in der Gegenwart Gottes. Es ist so einfach, mit dem Wort Gottes sofort wieder den Fokus zurückzulenken. Psalm 62, fangen wir am Vers 6 an. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg. Darum werde ich nicht wanken. Wanken in den Gedanken. Und wenn du Gedanken hast, die nicht so gut sind, dann mach einfach das, was das Wort sagt. Geh danken. Danke einfach. Geh in die Dankbarkeit. Und sofort lenkst du deine Gedanken wieder in die gute, stärkende, positive Richtung. Es ist so wunderbar. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg. Darum werde ich nicht wanken. Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre. Gott ist mein schützender Fels, meine
Zuflucht. Vers 9. Vertrau ihm, Volk Gottes, zu jeder Zeit. Sag mal zu dir selbst, zu jeder Zeit. Nicht hin und wieder mal oder wenn es gerade gut läuft oder wenn es, juhu, mir geht es ja so gut, dann freue ich mich. Nein, zu jeder Zeit. Vertrau ihm zu jeder Zeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Amen. Wir dürfen mit allem zu jeder Zeit direkt zu Gott kommen. Ist uns das bewusst? Direkt zum Thron der Gnade, vor ihm, direkt mit ihm sprechen, sofort dort, wo du bist, dort, wo jetzt gerade, jetzt in jedem Moment. Du musst nicht irgendwo hingehen, um Gott zu suchen oder etwas. Er ist ja in dir, Jesus in dir. Deshalb jederzeit alles. Sofort, wenn irgendwelche komischen Gedanken kommen oder irgendwelche Herausforderungen oder du spürst, du verlierst die Gegenwart Gottes, sprich mit ihm einfach. Und oft reicht es aus, Jesus, hilf mir. Und er ist sofort immer da, jederzeit. Und ich wünsche dir einen gesegneten Tag voller Freude, egal in welchen Herausforderungen du gerade stecken magst, bewahr dir deine Freude, weil nur so behältst du auch deine Power. Und die brauchen wir, um die Dinge tun zu können, die zu tun sind. In Weisheit und Achtsamkeit und voller Mut. In Jesu Namen.